Die Vorstellung ist schon geil, irgendwann mal hier so eine Yacht zu besitzen. Das hier müsste die Philadelphia Roll sein. Die halten einen sogar fest. Heute haben wir uns dazu entschieden, uns eine Yacht in Thailand zu kaufen. Nein, Spaß, wir haben kein Geld. Aber eventuell werden wir die Tage einen Helikopterflug machen. Dann nehme ich euch in diesem Video auf jeden Fall auch mit. Wir sind jetzt gerade hier am Hafen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne schon mal einen Daumen nach oben für den Algorithmus da. Die Vorstellung ist schon geil, irgendwann mal hier so eine Yacht zu besitzen. Das ist schon irgendwie ein kleiner Traum. Ich nehme euch heute auf jeden Fall hier einen Tag mit. Wir sitzen jetzt hier gerade schön am Wasser und essen erstmal was. Thank you. So, jetzt ist der Caesar Salad da. Eigentlich wollten wir das Burrata als Vorspeise haben, aber macht ja nichts, kann man ja gleichzeitig essen. Wird ja nicht kalt. Ich bin mal sehr gespannt mit Hähnchen. Das Hähnchen ist aber gut. Schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht. Einen guten. So, das Burrata ist jetzt auch da, sieht richtig lecker aus. Und hier nochmal der Salat. Der Leon hat Seafood Risotto, das sieht sehr interessant aus. So, ich habe jetzt einen neuen Mojito bekommen, da war so viel Alkohol drin, dass ich wäre strunzbesoffen gewesen. Deutlich besser. Wir sind hier gerade eine total verrückte Straße runtergefahren und jetzt sind wir am Banana Beach und jetzt passt mal auf. Sieht von hier oben auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil aus. Jetzt müssen wir hier irgendwie runterkraxeln. Oh wow, das sieht echt toll aus von hier oben. Hier kann man sich gleich ein wenig massieren lassen, wenn man will. Richtig schön. So, jetzt gibt es hier eine richtig frische Kokosnuss. Das liebe ich auch an Thailand, diese Kokosnüsse. Kannst sie fast überall kaufen, total günstig und richtig erfrischend und lecker. So, und wir essen jetzt zum ersten Mal Sushi in Thailand. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich meine Lebensmittelvergiftung vorgestern von rohem Lachs bekommen hatte. Hier ist Sushi Lounge. Kamala. Bin ich echt mal gespannt, wie das wird. Freust du dich auf Sushi? Ich freue mich sehr. Ich mich auch. So, jetzt kommt erstmal ein bisschen Sashimi zur Vorspeise. Thank you. Oh, nee, das ist ja noch gar kein Sashimi. Das ist ja erstmal Ingwer und Wasabi. Also wir haben 4 Sashimi bestellt, ich glaube 42 Nigiris, Philadelphia Rolls, Rainbow Rolls, also da wird einiges gleich kommen. Ich glaube, die erste Ladung Sushi kommt jetzt gerade. Das hier müsste die Philadelphia Roll sein. Blöde Zeug, da brauche ich nicht. Sehr lecker. So, die erste Ladung kommt schon. Yes. Und die Rainbow Rolls sind auch noch da. Die schauen immer richtig fancy aus. Die schauen echt cool aus. Also die Nigiris sehen schon mal sehr lecker aus. Richtig geil, der Lachs. So, jetzt ist alles da. Richtig, richtig geil. Ohne Witz, ich finde es krass, wie schnell das Sushi weg ist. Kommen 250 Euro auf den Tisch und 2 Minuten später ist alles weg. Alles leer, alles aufgegessen. War gut, oder? War richtig gut, ja. War richtig lecker. So, wir sind jetzt gerade mal zu einem Gym gelaufen. Das ist sehr, sehr klein, aber reicht völlig aus. Leon trainiert hier schon. Und ich schwitze schon, obwohl ich noch nicht mal groß was gemacht habe. So eine brutale Hitze, Mann. So, wir waren jetzt trainieren. War recht geil, aber sehr, sehr warm. Und jetzt geht's natürlich erstmal in den Pool.
Also, jetzt gibt es erstmal ein schönes Penang. Wir haben bestellt Reis. Und es kommt immer in so Tütchen. Das ist total lustig, aber es sieht sehr, sehr scharf aus. Ich habe echt Angst. Das sieht übel scharf aus. So, der Test. Geschmacklich geil. Ich glaube, es war erstmal, bis es nachbrennt. Es kommt schon. Ist schon scharf. Ist schon scharf. Aber es geht, glaube ich, noch. Mhm. In Thailand ist alles so scharf. So Leute, es ist jetzt Abend. Leider hat es mich ein bisschen erwischt. Vielleicht hört man es. Ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Schnupfen bekommen. Und wer hätte es gedacht? Es gibt jetzt natürlich einen Burger. Wir haben wieder woanders bestellt und ich glaube, wir haben mittlerweile fast alle Burger auf Phuket durch. Schauen mal. Oh. Ja, schaut in Ordnung aus, aber ich glaube, das Brötchen ist ziemlich latschig. Schmeckt aber nicht verkehrt. Hey Leute, leider konnten wir keinen Helikopterflug bisher machen, weil wir da einfach keine Rückmeldung bekommen. Aber dafür haben wir für morgen eine richtig geile Tour gebucht und da nehme ich euch auf jeden Fall auch mit in diesem Video noch. Wir gehen auf die Monkey Island, da freue ich mich extrem. Wir sind mit einem Katamaran unterwegs und jetzt heute werde ich mal zum Friseur gehen. Ich bin da tatsächlich ein bisschen aufgeregt vom Friseurbesuch, weil ich Angst habe, dass die das verkacken. Die letzten Male habe ich mich nicht getraut, aber ich fühle mich jetzt gerade einfach nicht mehr wohl und muss jetzt mal hier meine Seiten wieder kürzen vor allem und oben auch ein bisschen kürzer machen. Ich finde, es geht jetzt aktuell noch, aber ich werde mich deutlich wohler fühlen. Wenn ich in Deutschland bin, bin ich eigentlich so gut wie nie krank. Also das passiert so, so selten, vielleicht einmal im Jahr. Und in Thailand irgendwie immer, wahrscheinlich durch die Klimaanlage oder durch die Temperaturunterschiede. Und es ist total traurig, dass man erst, wenn man krank ist, merkt, wie wichtig Gesundheit ist. Das ist jedes Mal so. Also schätze es sehr, wenn du gerade gesund bist. Mir geht es zwar nicht extrem schlecht, aber meine Nase und so und mein Hals ein bisschen, das zieht einen schon ein bisschen runter. Und immer im Urlaub. Immer! So, wir sind jetzt da. Ich bin mal gespannt, wie ich gleich aussehen werde. Das schaut eigentlich nicht schlecht aus hier. Ja, schaut gut aus. Ja. Schau mal, man läuft hier an die Massage, ne? Yeah, man wird hier... We love Thailand. Schau, die kommen einfach her. Die Frauen kommen einfach alle her. Die halten so einen sogar fest, oder? Die halten einen sogar fest. Ja, yeah. So schaut's aus. We go drink something now. See you. Das ist ein Wahnsinn hier. Also ich bin jetzt gerade vom Friseur raus. Ich bin echt zufrieden. Also das hat 600 Baht gekostet. Wie viel sind 600 Baht nochmal? Naja, das sind ungefähr 15 Euro wahrscheinlich. 15 Euro, voll günstig. Der hat ewig rumgemacht. Ich habe dem jetzt sogar 1000 Baht gegeben, weil ich echt zufrieden bin. Ich hatte ein bisschen Schiss, aber der hat es echt gut hinbekommen, finde ich. Wir sind jetzt nochmal geschwind im 7-Eleven und holen uns hier so eine Cola. Wie findest du die? Ich finde die richtig nice. Das ist so fruchtige Edition, Fruity Fantasy. Habe ich noch nie gesehen in Deutschland, schmeckt echt nice. Also der Basti und ich, wir haben uns jetzt beide ein Ribeye Steak und Eier bestellt. Bisschen Gemüse noch mit dabei. Probieren wir mal, oder? Mhm. Ist gut. Keine Kohlenhydrate am Mittag. Mhm. Verliert man nur Energie. Würde ich euch echt empfehlen. Wir sind jetzt auf dem Nachtmarkt und holen jetzt hier ein paar Chicken-Teile. Geil. Okay, jetzt gibt es gleich hier ein Highlight. Wir sind Steak essen und holen uns jetzt ein Wagyu Ribeye A5. Hier 280 Gramm. Freust du dich? Ja. Ich hab die Kamera nicht dabei. Scheiße. Der zeigt uns jetzt das Fleisch. 280. 280, ja. Der kann Deutsch. Thank you. Guten Appetit. Danke. So, wir haben jetzt als Vorspeise ein Beef Tartar. Ja, bei den Eiern hatte der Basti letztes Mal auch Probleme. Vielleicht habe ich auch die Lebensmittelvergiftung von den Eiern. Kann auch sein, man weiß es natürlich nie genau. Mit bisschen Brot. Das riecht schon sehr, sehr gut. Ist das Senf hier an der Seite? Ich glaube, da ist Senf drauf. Sehr, sehr lecker aus. So, jetzt der Test. So, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Eier bestellt für mehr Eiweiß. Das Steak reicht noch nicht. So, Leute, das Steak ist da. Ich kann es gar nicht richtig zeigen. Bin echt mal gespannt. Jetzt der Test. Ist es das Geld wert? Das ganze Steak?
oder die Portion 80 Euro oder so. Boah, schon krass. Ist echt krass, schmeckt richtig geil. Das Steak sah wirklich unscheinbar aus, aber es war echt richtig krass, oder? War richtig geil, also wirklich, ich glaube, wenn man das noch nicht gegessen hat, kann man das gar nicht verstehen. Nee. Es zergeht einem wirklich auf der Zunge, das ist wirklich anderes Level. Das ist echt anderes Level, mega geil, also probiert es auf jeden Fall mal aus, das ist das Geld auf jeden Fall wert. Neuer Tag, jetzt beginnt unser Abenteuer, wir fahren heute auf die Phi Phi Island, let's go! So Leute, wir sind jetzt auf unserem Katamaran angekommen, jetzt kriegen wir noch Schwimmwesten. Die müssen wir aber nur am Anfang anziehen und es sieht echt cool aus. Hier kann man sich voll geil hinchillen. Ich freue mich. So, es geht los. Freust du dich? Freilich. Segel werden ausgefahren. Simon, wie geht's dir? Naja, gerade schön. Aber der Basti war der Erste, der kotzen musste. Aber jetzt geht's, glaube ich, wieder. So, Zwischenfazit von der Bootstour hier. Der Wellengang, der ist ziemlich krass. Basti und Simon haben gekotzt. Mal schauen, ob ich auch noch kotze. Aber mir geht's gut. Trinken wir ein Bier oder was? Die fragen die ganze Zeit, ob wir Bier trinken wollen. Ich glaube, ich nehme gleich eins. Das sieht schön aus hier. Wunderbar. So Leute, Land in Sicht. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht hier runterfalle mit der Kamera. Das ist Maya Beach. Nochmal mit Cineflock. So Leute, wir sind jetzt fast da und das Wasser dort vorne sieht schon richtig, richtig geil aus. Richtig schön hellblau. Mega. So Leute, schaut mal da vorne. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber hier schnorcheln wir jetzt eine Runde. Leon packt jetzt die GoPro aus. Ich habe meine leider vergessen, aber wir bekommen bestimmt auch ein paar coole Aufnahmen, oder? Na freilich. So Leute, jetzt geht's los. So, wir sind jetzt am Monkey Beach angekommen und wir fahren jetzt mit dem kleinen Schlauchboot darüber und gucken, ob wir ein paar Affen finden. So, jetzt fahren wir gerade rüber. So, jetzt sind wir da und gehen auf die Suche nach ein paar Affen. The Monkeys are boxing. Jump on me? No? No? Schaut euch diesen wunderschönen Strand an. Ich hoffe, das kommt auf Kamera auch so schön rüber, aber es ist einfach nur traumhaft. Der Sand ist richtig schön weich, mega angenehm. Oh, hier sind schon die ersten Affen. Hier liegt einer. Und da hinten ist auch einer. Witzig. Leon, der kommt zu dir. Der verfolgt mich.
Manfred, weißt du schon, wer die Kokosnuss geklaut hat? Vielleicht klaut er dir deine Kamera. Ah, jetzt weiß ich. Sie sind ja in Thailand, ich spreche ja gar kein Deutsch. Ja, du musst thailändisch reden. Thailändisch reden. Vielleicht hüpft er euch an. Savadika. Hey. Hallo. Magst du eine Banane? Oh nee, Digga. Nicht abhauen. Oh, der ist so süß. Drauf. Da oben klettert auch noch ein kleiner. Na freilich, breitbeinig. Nee, ist der Lorenz von den Lorenz. Oh, jetzt aber. Wow. Der zieht ihm am Schwanz. Ein Affenkampf. Oha, jetzt ist Lorenz Zeit. Gegen Lorenz. Was macht ihr da? Leute, nichts Versautes machen. Das wird auf YouTube hochgeladen. Was machst denn du da mit deinen Füßen? Hornhaut abknabbern oder was? Kurze Frage. Ich glaube, das ist nicht jugendfrei, was du da machst. Interessant. Ich habe eine ganz kurze Frage. Hallo, hört mal. Hallo, hört mal kurz. Was macht ihr da? Hallo? Der Tisch ist jetzt hier fertig und er bringt uns den jetzt gleich nach vorne. Yes. It's for you, it's for you. Okay, very good, nice. Sit in the front, okay, we sit in the front. Mega geil, mega. Dann haben wir hier noch ein bisschen den Obstteller bekommen mit Ananas und Wassermelone. Richtig geil, Leon. Wie fühlst du dich? Wie im Himmel. Wie im Himmel. Okay Leute, unser Trip ist vorbei. Jetzt gibt es erstmal was richtig Geiles zu essen. Zwei Burger mit Double Fleisch. Prime Burger kennen wir schon, ist richtig geil. Mega lecker. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle auch das Video beenden. Denkt dran, alle neuen Kanalmitglieder werden im nächsten Video erwähnt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und ein Abo. Dann verpasst ihr hier nichts mehr. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.